Heute ist wieder Vergleichszeit. Wir haben den Pössl Tubin S Plus und den Pössl Trenta 600. Zwei Fahrzeuge, die auf der Grundrisszeichnung total nah beieinander sind. Beide mit einem tollen Querbett im Heck, einer echten Nasszelle, einer flachen Küche und einer super schönen Sitzgruppe. Und trotzdem sind es zwei grundverschiedene Autos. Wo die im Unterschied, im Detail sich unterscheiden, das analysieren wir jetzt mal in diesem Video und gucken uns das ganz gemeinsam an. Und am Ende des Videos wisst ihr, welcher ist teurer, welcher ist schöner und was macht der eine besser als der andere. Wer von beiden gewinnt? Wir werden sehen. Seid gespannt und wartet ab. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Mein Name ist Markus Günther, an der Kamera ist Chris und das ist ein Pössl Tubin S Plus. Wir machen das Video, weil uns immer wieder Leute darauf angesprochen haben und gesagt haben, die sind so nah beieinander, kannst du mal erklären, wo die Unterschiede sind? Und auch wenn sich Menschen für ein Fahrzeug mit so einem Grundriss entscheiden, kommt das immer wieder zu der Diskussion, wo sind denn eigentlich die Unterschiede? Und ich habe gedacht, wir machen euch das Leben ein bisschen leichter und ich erkläre euch das ein bisschen. Mich würde grundsätzlich interessieren, ob euch solche Vergleichsvideos von sehr ähnlichen Fahrzeugen interessieren, damit ihr wirklich die Details rausarbeiten könnt oder ob ihr lieber sagen würdet, vergleicht doch mal den Pössl Tubin Plus mit dem Westfalia Columbus 600. Zwei Autos, die preislich ganz weit auseinander sind. Vielleicht machen wir das einfach mal im nächsten Video. Finde ich eine gute Idee. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was für euch die interessanten Sachen sind. Heute geht es wie gesagt um den Pössl Trenta 600 und den Pössl Tubin S Plus. Und beide Fahrzeuge, wir haben jetzt zwei Fahrzeuge genommen, die total ähnlich ausgestattet sind, die von außen fast gleich aussehen, damit ihr einen guten Eindruck davon bekommen könnt und es nicht durch irgendwelche großen Optionen das Bild verzerrt wird. Beide Fahrzeuge bauen auf dem 599er Fahrzeug auf. Es gibt bei Pössl natürlich beides wahlweise als Fiat Ducato, Citroën Jumper und teilweise ja sogar als Peugeot Boxer. Und beide sind in diesem Fall als in dieser schicken Außenfarbe Campo Volo Grau. Wir haben jetzt bei beiden Fahrzeugen, wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, das Maxi-Chassis gewählt und der Tubin S Plus hat ja serienmäßig sowieso Alufelgen mit dabei. Der Trenta, so wie er hier steht, ist auch mit dem Maxi-Chassis bestellt und da muss man die Alufelgen als Option bestellen. Wir ziehen nachher auch mal einen Strich unter die einzelnen Zahlen und gucken uns an, was wirklich als Preisdifferenz dasteht, damit ihr da auch ein Gefühl für bekommt. Aber auf jeden Fall gibt es viele Dinge, die bei dem Tubin S Plus serienmäßig mit dabei sind. Überhaupt sind die Plus-Modelle, das erkennt ihr immer an diesem kleinen, feinen Schriftzug vorne drauf, bei Pössl so ein bisschen der Ansatz, wie mache ich die Ausstattung, die für die meisten Leute attraktiv ist, in einem super guten Paket. Da könnt ihr dann nicht mehr viel dran hin und her schieben. Dafür ist alles drin, was man braucht. Man kann es noch ein bisschen ergänzen. Und es ist einfach ein wahnsinnig attraktives Preis-Leistungs-Modell. Die Tubin-Modelle, das fing ja an mit dem normalen Tubin, sind so ein bisschen, glaube ich, hat sich das zu dem Golf in der Kastenwagenwelt entwickelt, dass es einfach ein Auto ist, was für sehr viele Menschen passt, was vor allem für Einsteiger ist oder für jemanden, der sagt, wo ist der beste Deal, der sich da auf jeden Fall zu Hause findet. Und weil eben diese 6-Meter-Fahrzeuge so stark nachgefragt sind, hat Pössl sich eben entschieden, mit dem Trenta eine komplett neue Linie zu bringen, die vom Innendekor ganz anders ist. Und dann ist am Ende der gleiche Grundriss eben doch ein komplett anderes Auto. Und damit ihr eine Idee bekommt, wie das aussieht, fangen wir mit dem Tubin S Plus heute mal an und schauen da rein. Beides sind Fahrzeuge der D-Line. Das heißt, sie haben elektrische Zuziehhilfe und all solche Dinge mit dabei. Serienmäßig kommen die Fahrzeuge immer mit den vorgehängten Fenstern, sowohl beim Trenta als auch der hier. Wie ihr gleich beim Trenta drüben sehen könnt, könnt ihr aber auch Rahmenfenster bestellen. Ja, wenn ich die Tür aufmache, haben wir im Prinzip schon den ersten Unterschied. Wir haben hier den frontalen Blick auf den Kühlschrank oder auf den Küchenblock. Beide Fahrzeuge haben den Kühlschrank hier vorne drin, aber im Tubin S Plus habt ihr einen etwas größeren Kühlschrank, der auf beiden Seiten angeschlagen ist. Auf der anderen Seite auch zu öffnen, dass er eben super praktisch von innen und von außen zu beladen ist. Und wir haben auch einen sehr unterschiedlich breiten Einstieg. Dafür schnappe ich mir mal kurz mein Messwerkzeug, weil das einer der Werte ist, die, glaube ich, so ein bisschen auch der Punkt sind, wo man hin will.
Beim Tuben S haben wir hier 73 cm in der Breite. Das messen wir drüben beim Trenter nachher auch nochmal. Es ist jetzt ja auch hier kein enger Einstieg, wenn das so ist. Ich setze mich mal hier vorne hin und dann können wir mal alle gemeinsam schauen, wie das aussieht. Hier vorne habe ich eine klassische Vierersitzgruppe, das heißt die Zweiersitzbank mit den beiden Dreipunktgurten. Da kann ich auch einmal Isofix bestellen. Den normalen Tisch, hier bestellt als Alternativtisch, damit eben auch rausschwenkbar. Und einfach so eine gemütliche Sitzgruppe. Weil wir ja jetzt wirklich detailliert Maße nehmen wollen. Hier haben wir auf Sitzbankniveau 98 cm. Und wir müssen uns mal ein fotogeneres Maßband besorgen. Und 1,18,5 Meter dort oben. Bin gespannt, ob das im Trenter anders ist, weil gefühlt ist es ähnlich. Aber das werden wir ja gleich sehen. Vom Dekor haben wir hier beim Tuben S Plus das Elegance-Design. Das heißt, in diesem grauen Holz, abgesetzt mit den weiß glänzenden Klappen und den Chromgriffen vorne mit dabei. Bei den Tuben-Modellen hättet ihr alternativ auch die Möglichkeit, das Basic-Dekor zu bestellen. Dann wäre es ein Holzdekor. Der Trenter ist immer so, wie wir ihn hier zeigen. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen beiden Fahrzeugen, neben allen Details und Preisen, ist das Fach hier. Und zwar haben wir beim Trenter wird das Fach weggelassen. Hier ist es so, dass ihr da oben ein total schönes, großes Fach habt, was aber natürlich ein bisschen Kopffreiheit nimmt, was beim Einstieg, wenn die Sitze gedreht sind, das Ganze ein bisschen enger macht, weil ja dann der Durchstieg hier ein bisschen enger ist. Und beim Trenter hat man halt deutlich mehr Raumgefühl. Aber dafür verzichte ich eben auch auf ein großes Fach. Und umso kleiner die Autos werden, umso schwieriger ist das ja, auf Stauraum zu verzichten. Und so sieht das Ganze im Trenter aus. Vielleicht fällt jetzt gerade, wenn man mich als Referenz daneben hat, ganz gut auf, wo der Unterschied ist. Hier ist halt über mir gar nichts. Ich habe nur noch so kleine Ablagen an der Seite. Mit der indirekten Beleuchtung ist das total schön gemacht. Und auch hier von der gleichen Dachhaube, das Midi-Heki haben wir im Tuben ja ganz genauso, eingefasst mit diesem Baldachin, was ja auch alles mit indirekter Beleuchtung ist, habe ich halt ein total schönes Raumgefühl. Und das ist tatsächlich der Punkt, an dem sich ganz viel entscheidet. Die Leute wissen ganz klar, ich möchte ein großes Staufach oder ich möchte die Kopffreiheit. So habe ich hier halt fast das Feeling eines Teilintegrierten. Ist es von der Größe genauso wie drüben beim Tuben? Ich kann es ehrlich nicht sagen. Hier haben wir ja, 97 cm, knapp 98. Und hier oben haben wir 1,18 Meter. Das ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, wenn es anders ist, blenden wir es jetzt drüber ein. Aber ich meine, es sind fast auf einen Zentimeter genau die gleichen Werte wie drüben. Das heißt, von der Größe der Sitzgruppe gibt es hier kein großes Plus oder Minus für die verschiedenen Fahrzeuge. Damit ihr am Ende des Tages wisst, welcher von der Faktenlage das Auto mit den meisten Punkten ist, haben wir uns entschieden, jetzt einfach mal mitzuzählen, was wir als besonders gute oder nicht so gute Punkte haben. Wenn wir also das absolute Raumangebot in der Sitzgruppe mal nehmen, blenden wir jetzt mal einen Punktestand mit ein muss man ganz klar sagen, das ist unentschieden. Wir nehmen mal einen Punkt für den Tuben S Plus, einen Punkt für den Trenta 600, weil da muss man wirklich sagen, halber Zentimeter mehr oder weniger spielt einfach gar keine Rolle. Dadurch, dass das Fach oben so eine subjektive Entscheidung ist, nehmen wir das nachher in so ein bisschen die Abschlusswertung und sagen, das ist einfach wirklich Geschmackssache. Da bin ich gespannt, wie ich mich am Ende entscheide, aber das muss wirklich jeder für sich selber gucken. Fakten sind die Unterschiede, die wir haben. Wir haben, wenn wir uns den Trenter hier anschauen, und dazu haben wir ja schon verschiedene Videos zum Trenter gemacht, die verlinken wir euch jetzt oben nochmal in der Ecke, schaut euch die in Ruhe auch nochmal an. Beim Trenter habt ihr hier so eine Art, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so eine Art Stoffoptik, das ist so ein bisschen bezogen, also auf jeden Fall eine klare Maserung.
und das mit den matt silbernen Flächen hier unten und das andere, das alles vor allem grifflos. Die Griffe sind ganz einfache Entriegelungen hier hinten dahinter und damit habe ich das sehr, sehr aufgeräumt und eine total clean Optik, die hier ist. Zusätzlich, um es gemütlich zu haben, haben wir in dem Trenter auch diese Stoffbespannung um die Tür, was natürlich viele der, sag mal, nicht so schönen Teile der ganzen Fensterverdunklung hier verkleidet und damit eine total moderne Optik gibt. Beim Tubin S habe ich einen ganz klaren Vorhang mit den Vorhängen, die kann ich wegnehmen, dann ist es auch schön aufgeräumt, aber es ist schon ein anderer Ansatz. Gegenüber von der Nasszelle und der Sitzgruppe haben wir bei beiden Fahrzeugen den Küchenblock und obwohl auch die sehr ähnlich sind, sind sie am Ende des Tages dann eben doch sehr unterschiedlich. Hier ist genauso der Kühlschrank auf der Stirnseite angeschlagen, auf beiden Seiten zu öffnen. Ist hier eine andere Generation, einfach ein ganz anderer Kühlschrank. Beim Tubin S geht er hier bis ganz nach oben. Das heißt, hier haben wir den etwas kleineren Kühlschrank. Durch die andere Anordnung ist es aber eben auch so, dass das Kochfeld hier vorne ist, was beim Tubin Plus nicht geht, weil der Kühlschrank ja bis hier oben geht. Und dadurch habe ich hier beim Trenter das Kochfeld und das Waschbecken daneben getrennt. Das ist beim Tubin S, wie wir gleich drüben sehen werden, in einem Gerät kombiniert. Hat ist ein Für und Wider. Durch die Trennung kann ich hier besser drauf schnibbeln und hier gut drin abwaschen, habe aber insgesamt ein bisschen weniger Ablagefläche. Der gesamte Küchenblock hier ist knapp 1,22 lang. Das ist, denke ich, ein ganz normaler Küchenblock der 6 Meter Fahrzeuge. Und beide Fahrzeuge haben hier oben die Fächer, die zu öffnen sind, als durchgehendes Fach bei dem Trenter hier. Und hinter dem Kühlschrank bei beiden Fahrzeugen einmal oben die große Schublade. Da liegt jetzt noch, das können wir mal mit drauflegen, dann habt ihr besseren Blick, die Abdeckung dafür mit dabei. Und dann haben wir hier darunter eine tiefe Schublade und noch eine zweite Schublade. Und rechts daneben die Möglichkeit, keine Kleiderstange mit drin, das wollte ich noch einmal ausprobieren, die Möglichkeit hier auch noch mal Stauraum zu haben. Also ein schöner, großer, aufgeräumter Stauraum mit einer großen LED-Lampe hier vorne. Ich habe ja eben gesagt, der Durchgang ist ein bisschen breiter beim Trenter. Hier ist es wirklich so, dass wir hier jetzt fast 80 cm in der Breite haben. Und das ist beim Tubin Plus ein bisschen anders. Und da gucken wir jetzt noch mal im Detail auf den Küchenblock nach drüben. Ja, beim Tubin Plus habe ich einfach hier, wie eben schon gesagt, die kombinierte Fläche und davor die große Arbeitsfläche. Was ich sehr schön finde, ist der tolle Wasserhahn hier. Der gefällt mir richtig gut. Und ich mag das auch, eine durchgehende Arbeitsfläche zu haben. Der ganze Küchenblock hier ist 1,28. Das passt ja auch ziemlich genau zusammen. Das sind genau die 7 cm, die uns hier am Durchgang sozusagen fehlen. Und auch hier haben wir, guck mal, da gehe ich mal auf die Seite, haben wir eine sehr große breite Schublade oben. Also sie ist riesig, deutlich größer als beim Trenter. Hier drunter noch eine zweite sehr große Schublade. Und da noch eine dritte Schublade. Und auch im oberen Bereich haben wir hier zwei Fächer, auch als ein durchgehendes großes Fach. Die sind natürlich auch ein bisschen breiter. Und was wir komplett dazu gewinnen, sind hier die offenen Ablagen. Das muss man schon ganz klar sagen, hier ist viel mehr Stauraum als drüben drin. Die Kochflächen sind ein bisschen kleiner. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn wir für den Küchenblock Punkte vergeben, ist bei mir ganz klar vom Raumangebot, von der Größe des Kühlschranks, von der Größe der Stauflächen und von der Größe der Arbeitsfläche und vor allem die Größe der Schubladen, der Tubin S Plus vorne, da würde ich den Punkt dem Tubin S Plus geben. Das heißt, wenn wir jetzt mitzählen, dürfte es 2:1 für den Tubin S Plus stehen. Ein kleiner Wermutstropfen ist für mich, dass wir hier eine klassische Tür haben. Da werfen wir auch gleich einen Blick rein. Das gehört aber dann nicht zur Küche, sondern zur Nasszelle. Und während ich beim Trenter eben immer schön den Hintern nach hinten schieben konnte, muss ich hier ganz klar sagen, die Tür geht halt nach außen auf. Und dann sind wir auch schon bei der Nasszelle. Und dann würde ich vorschlagen, gucken wir jetzt mal in die Nasszelle. Um in die Nasszelle zu kommen, habe ich hier eben eine klassische Holztür. Das hat den großen Vorteil, dass wenn ich auf dem Topf sitze, die Tür richtig zu ist. Wenn ich sie aufmache, ist aber hier der Einstieg etwas enger. So komme ich aber ganz gut seitlich ran. Ich setze mich hier mal auf Toilette, damit wir mal ein gutes Gefühl dafür haben. Ich mag die Nasszelle im Tubin Plus, das muss man ganz klar sagen.
Hier ist richtig Beinfreiheit. Mir reicht es an der Breite. Ich habe ein großes, schönes Waschbecken. Ich habe serienmäßig beim Tubin das Fenster mit dabei, dass ich draußen duschen kann. Ich habe hier die offene Ablage. Ich habe serienmäßig eine kleine Nasszelle. Ich habe hier, ich habe serienmäßig in der Nasszelle eine Dachluke. Da war mein Mund schon zwei Wörter weiter als das Gehirn. Und hier oben den großen Stauraum mit dabei. Das ist für ein 6-Meter-Fahrzeug ein absolut adäquater Nasszellenraum. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist die Duschwanne. Einerseits ist es eine tolle Duschwanne, wenn ich dusche. Aber in dem Augenblick, wo ich nicht dusche, dadurch, dass ich den Schutzboden quasi drauf habe, fehlt mir als sehr großen Menschen hier ein bisschen die Stehhöhe. Das heißt, wenn ich mit dem Tubin Plus unterwegs war, habe ich immer den Deckel komplett rausgenommen. Das geht aber ja auch wunderbar. Und das Tolle hier ist eben, die Duscharmatur auch durch das Fenster als Außendusche draußen nutzen zu können. Total praktisch an der großen Tür ist, dass ich hier die Fläche habe, wo der Spiegel auch serienmäßig mit drauf ist. Und wie das mit der Schiebetür im Trenta gelöst ist, dafür sollten wir jetzt mal kurz rüberspringen und schauen, wie das dort aussieht. Hier seht ihr das, was ich meine mit der Schiebetür. Wenn ich hier vor der Küche stehe, kann ich einen Schritt zurück machen und kann hier reingucken. Für schlanke Menschen, wie die meisten unserer Kunden sind, ist das sicherlich kein großer Punkt. Für mich ist das ein echter Vorteil. Die Tür, man denkt zuerst, die rappelt bestimmt wie blöd, aber man muss ganz klar sagen, die rastet hinten richtig ein und dann ist sie durch den Gurt fest. Die klappert sicher nicht mehr als eine normale Holztür drüben. Wenn man reingeht, da gehe ich jetzt einfach mal vor, habe ich hier eben die Duschwanne immer geöffnet. Also kein Bodenfach drin. Das hat den großen Vorteil, dass ich für große Menschen mehr Stehhöhe habe. Aber ich stehe eben auch immer automatisch mit in der Dusche. Jetzt muss ich mal, damit ich fair vergleichen kann, hier kurz die Schiebetür zumachen. Ja, genau, das ist das, was ich dachte. Ich wollte nur einmal schauen. In dem Augenblick, wo ich die Tür zumache, und wenn ich auf Klo bin, mache ich ja die Tür zu, habe ich hier das, was die Tür davor ist, noch mehr als noch an zusätzlicher Schulterfreiheit. Und damit muss man ganz klar sagen, von der Sitzposition, ich habe auch hier Beinfreiheit, ich liege auch hier komfortabel auf dem Waschbecken mit meinem Arm, ist das absolut passend und gemütlich. Also Sitzposition auf Klo würde ich auch sagen, ganz klares Unentschieden. Was ich ganz toll finde hier bei dem Trenta, ist das Fach hinterm Spiegel. Ich habe hier nicht ganz so einen großen Spiegel wie drüben beim Tubin, weil ich eben die Schiebetür habe, dafür habe ich aber den Spiegel dort. Insgesamt habe ich hier ein bisschen weniger Ablagen, wenn ich mich so umgucke, weil die Ablage ganz fehlt. Na, dafür haben wir hier das Fach, was auch so ein nettes Schmankerl hat mit dem Toilettenpapierhalter hier drin, der hier rauskommt, dass beim Duschen nicht alles nass wird. Auch ein schönes Waschbecken, das ist ein bisschen tiefer, ein bisschen quadratischer und auch hier, aber das Fenster müsst ihr bestellen, das Fenster in der Nasszelle, um draußen duschen zu können. Tja, wie vergeben wir hier die Punkte, Chris? Unentschieden. Hat der andere auch einen Vorhang? Beide haben einen Duschvorhang. Bei beiden duscht ihr auf jeden Fall mit Vorhang, mit allen Vor- und Nachteilen, die das so mit sich bringt. Ich glaube tatsächlich, dass das am Ende viel Geschmackssache ist. Stauraum ist hier insgesamt wahrscheinlich vergleichbar, aber drüben ein bisschen aufgeteilter. Spiegel ist drüben größer. Waschbecken ist hier schöner. Sitzposition ist gleich. Duschposition ist, glaube ich, durch die tiefere Duschwanne hier ein bisschen schöner. Das ist ein ganz klares Unentschieden, subjektive Entscheidung. Also ein Punkt für den Tubin S plus ein Punkt für den Trenta 600. Das ist also ein relativ knappes Rennen. Ich dachte, das würde klarer ausgehen. Gucken wir mal, ob uns das Bett bei der Entscheidung zwischen den Modellen weiterhelfen kann und nehmen mal die genauen Maße. Ich habe mir mein Lasermesser mit dazu geholt, damit wir echte Fakten haben. Wir haben hier beim Trenta, haben wir hinten im schmaleren Bereich hinter der Nasszelle 1,419, wenn ich hier von der Matratzenkante schaue. Und hier auf der breiteren Seite, da wollen wir hin, 1,54, habe ich mich wirklich nicht vermessen, 1,544, also durchaus ein großes Bett. Der Tubin S steht ja hier zum Glück, und die Länge. Wir sollten ja immer die Länge, es wird zwar das gleiche sein, sind ja beides Ducato, in dem man querschläft. Hier haben wir 1,95. Das können wir mal ganz kurz abhaken. Das wird hier genau das gleiche sein. Hier haben wir 1,95, also genau das gleiche. Und in der Breite haben wir hier am Fußende 1,396. Und hier, da ist zu viel Folie dazwischen, da
1,54,3. Beide Betten größer, als ich gedacht hatte, aber beide wirklich auch vergleichbar. Wenn die beiden Betten so groß sind, dann werden wahrscheinlich auch die Stauräume gleich groß sein. Schauen wir mal. Hier von der Kante hinten gemessen. Auf der Seite 1,36,6 und hier 1,51. In der Breite 92 und nach oben hier unter am Eingang 73. Hast du dir das alles gemerkt? Ja, ja. Gut. Dann. Und hier haben wir 1,36 und 1,51. Das kommt mir sehr ähnlich vor. Und nach oben 73 cm. Hilft uns auch nicht weiter. Das sind wirklich exakt gleiche Maße. Zwei große, tolle Betten bei 6 Meter langen Fahrzeugen über 1,50 Bettenbreite zu haben, ist schon cool. Aber da muss man ganz klar sagen, ein Punkt beim Tuben S Plus für Bettenmaß, ein Punkt beim Tuben S Plus für den Stauraum und für den Trenta gibt es genau das gleiche. Ein Punkt für den Stauraum und ein Punkt fürs Bett, weil es exakt das gleiche ist. Also es hilft uns in der Entscheidung auch nicht weiter. Hilft uns vielleicht der Blick hier rein. Man kann, wenn man, finde ich, von hinten schaut, nochmal eine Idee davon bekommen. Das, was der Trenta wirklich schön macht, ist, dass wir mit den Lichtern ganz viel neue Lampen mit dabei haben. Wir haben überall in den Schränken oben die indirekte Beleuchtung drin. Ihr habt den Baldachin vorne mit drin, die indirekte Beleuchtung in den offenen Fenstern. Der Küchenblock leuchtet. Wir haben links und rechts Lichtleisten. Das ist schon richtig schön, wenn wir den gleichen Blick uns nochmal drüben beim Tuben S Plus gönnen. Ist es so, dass wir hier eindeutig weniger Licht haben. Wir haben oben die Spots mit in der Decke. Die Schränke sind aber nicht hinterleuchtet. Wir haben nur auf einer Seite die Leseleuchten. Das macht natürlich auch Sinn, weil die breite Seite sowieso immer das Kopfende ist. Wir haben aber auch umlaufend die Stauräume. Und da muss man ganz klar sagen, mit dem fehlenden Baldachin vorne, wenn ich für mich, das ist aber sicherlich eine sehr subjektive Wertung ist, entscheiden müsste, Look and Feel, so von der Haptik, Optik und von dem Raumgefühl, was der Trenta bietet, bin ich auf der Seite des Trentas. Da würde ich meinen Punkt eindeutig dem Trenta geben, weil einfach das Raumgefühl großzügiger ist. Aber als Gegenpunkt muss man ganz klar sagen, das Fach oben, wenn euch das wichtig ist vom Stauraum, ist das natürlich ein riesiger Punkt. Also der subjektive Punkt für den Eindruck, den gebe ich in meinem Fall dem Trenta 600, weil ich ihn von innen mit dem vielen Licht einen kleinen Tick harmonischer finde. Wobei das nicht ein Punkt gegen den Tuben S ist, sondern ganz klar eine Entscheidung für den Trenta 600. Das finde ich wichtig an der Stelle zu sagen. Entscheidend bei so einer Entscheidung ist aber eben am Ende auch immer, was steht unterm Strich als Zahlen. Und dafür haben wir ein bisschen was vorbereitet. Da setzen wir uns jetzt nochmal in die Sitzgruppe und gucken uns an, wo die Fahrzeuge preislich liegen, damit ihr eine Idee bekommt, wie das dort so aussieht. Wenn man die beiden Fahrzeuge nebeneinander liegt, auf den ersten Blick sieht es gar nicht nach einer großen Preisdifferenz aus, weil wir im Grundpreis bei dem Tuben S Plus, der wird in der Basismotorisierung mit 140 PS angeboten. Der Grundpreis des Tuben S ist 40.726 Euro. Dann gibt es aber dieses Pluspaket, was ich vorhin erwähnt hatte, wo wahnsinnig viele Dinge dazugehören. Da müsst ihr echt aufpassen, dass andere Verkäufer euch nicht vorrechnen, dass das alles mit dazugehört. Der Grundpreis eines Tuben S Plus ist immer der gleiche. Und da braucht keiner kommen und sagen, der Grundpreis ist 46.270 Euro. Und bei mir kriegst du ihn für nur 41.033 Euro und sparst damit 5.687 Euro. Sondern der Grundpreis von Pössl ab Werk für den Tuben S Plus mit 140 PS ist 41.033 Euro. 140 PS als Citroën-Basisfahrzeug. Beim Trenta 600, den gibt es theoretisch auch schon mit 120 PS. Dann wird er witzigerweise auf dem Euro das gleiche kosten. Aber damit wir es hier fair vergleichbar machen können, haben wir auch den 140 PS Citroën Jumper genommen. Der Grundpreis dort ist 42.059 Euro. So, das sieht erstmal nach nicht viel Differenz aus. Jetzt ist aber ja der Punkt beim Tuben Plus so, dass da schon wahnsinnig viel drin ist. Und da muss ich beim Trenta eben schon sagen, das sind Dinge, die muss ich nachträglich dazu bestellen. Ich muss eine Auflastung auf 3,5 Tonnen bestellen, die hat der Tuben schon. Ich muss das All-In-Paket bestellen, in dem der große Dieseltank, das Ersatzrad, die Klimaanlage, solche Dinge, der Ladebooster mit drin sind. Das ist bei den Plus-Modellen schon automatisch mit drin.
ich müsste Alufelgen mitbestellen, ich muss das Toilettenraumfenster mitbestellen, Lederlenkrad, LED-Scheinwerfer vorne, Radiovorbereitung, Tempomat und Traction Plus. Das sind so die Sachen, die der Tuvin Plus von Haus aus mit drin hat. Rechne ich die alle mit rein, ist die Summe der Listenpreise vom Trenta 46.426 Euro im Vergleich zu einem vergleichbar ausgestatteten Tuvin Plus mit 41.033 Euro. Das heißt, wir haben, wenn ihr erstmal nur stumpf in die Preisliste schaut, eine Preisdifferenz von ungefähr 5.400 Euro. Das erscheint mehr, als es nachher in der Realität ist, weil ihr dafür beim Trenta, ist die Preisgestaltung für uns Händler ein bisschen anders. Also beim Trenta, wie sagt man so schön, geht ein klein bisschen mehr. Das relativiert am Ende die Differenz, aber man muss ganz klar sagen, die Differenz wird nachher 3.500-4.000 Euro zwischen einem Tuvin S Plus und einem Trenta sein. Da habe ich mir hier nochmal die Liste von Pössl genommen, wo sie reinschreiben, exklusiv für den Trenta, um nochmal zu erläutern, wo die Preisdifferenz herkommt. Einmal das ganze eigene Design, wir haben die Bicolor-Klappen oben mit drin, wir haben das offene Raumkonzept, was vom Ausbau deutlich aufwendiger ist, mehr Lichter, wie Pössl es nennt, ein einzigartiges Lichtkonzept mit Dachschränken, mit indirekter Beleuchtung. In dem Lichtkonzept ist auch zum Beispiel die indirekte Beleuchtung hier unten mit drin, die total schön ist und über den Türkontaktschalter mit ist. Wir haben den Küchenschrank mit der umlaufenden Beleuchtung. Ja, und eine etwas schmalere Küche mit dem breiteren Einstieg. Unterm Strich bleibt es aber eine relativ große Preisdifferenz. Wie gesagt, 3.500 bis 4.000 Euro. Deswegen muss man ganz klar sagen, Faktor Wirtschaftlichkeit, Punktevergabe, ganz klar, Tuvin Plus, One, Trenta, Zero. Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, müssten wir, es ist auf jeden Fall eine knappe Kiste und knappe Kisten sind in solchen Sachen wahrscheinlich gut, weil das ganz klar sagt, am Ende liegt die Entscheidung bei euch und man kann nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch. Ihr müsst für euch einfach entscheiden, wo fühle ich mich wohl drin, was sagt mein Portemonnaie, will ich das Fach hier oben, will ich es in Grau oder wenn ich Holzdekor will, vielleicht den Tuvin Plus. Ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, dürfte der Sieg ganz knapp an den Tuvin S Plus gehen. Mit 6:5 oder 5:4, das seht ihr jetzt eingeblendet unten in der Ecke. Für mich auf jeden Fall ein spannender Vergleich. Zum einen habe ich ehrlicherweise gedacht, die Autos wären preislich ein bisschen dichter dran. Und zum anderen habe ich aber auch gedacht, das fällt klarer aus. Aber man merkt eben, dass so ein Auto immer ein Kompromiss aus verschiedenen Dingen ist. Und ihr müsst für euch einfach wirklich sich euch überlegen, was will ich, macht euch eine Liste und guckt, wo das am besten ist, aber lasst euch bei allen Listen nicht von eurem subjektiven Eindruck wegbringen. Wenn ihr in ein Auto reingeht und sagt, hier fühle ich mich wohl, hier will ich sein, dann spielt das überhaupt keine Rolle, ob auf der Checkliste ein anderes Auto 3, 4 oder 5 Punkte mehr hat. Dementsprechend ist es eure subjektive Entscheidung. Ich hoffe, so ein Video hilft euch ein bisschen weiter. Wenn ihr noch ein paar Fotos von den Autos sehen wollt, denkt dran, uns bei Instagram zu folgen. Denkt auch dran, den Kanal hier zu abonnieren, einfach auf die Glocke unter dem Video auf Abonnieren zu klicken und dann auch die Glocke zu aktivieren. Und wir hoffen, dass wir euch in Zukunft noch ganz viele Vergleichsvideos machen können und sind dankbar für Anregungen, was euch so interessiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei eurer Entscheidung zwischen dem Tuvin S Plus und Trenta 600 und schreibt unten in die Kommentare, welches für euch geworden wäre. Vielen Dank, bis bald im nächsten Video und alles Gute.